Bin 28 Jahre Lehrer und 25 Jahre an dieser Schule. Mich begeistert vor allen Dingen die Vielfalt, dass man mit Menschen umgeht, dass jeden Tag was Neues passiert und dass man irgendwie jung bleibt. Genauso lange, wie ich hier bin, also seit 25 Jahren. Durchschnittlich haben wir 5 bis 6 Schüler, eher 6 inzwischen, mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In meiner Klasse sind es im Moment 5 nur. Das liegt aber daran, weil gerade eine Schülerin weggezogen ist. Und ich habe eigentlich in der ganzen Zeit immer mehrere Förderbedarfe in einer Klasse, so jetzt auch. Insgesamt gut, aber es läuft durchaus nicht durchgehend gut, sondern die Inklusion und die damit auftretenden Schwierigkeiten, ja, des Verständnisses des anderen Menschen, muss man auch immer wieder thematisieren, besprechen und für Verständnis werben. Ja, auf jeden Fall. Wir machen ja hier Lernbüro. Das heißt, also in vielen Fächern haben wir vorbereitete Unterrichtseinheiten, in denen die Schüler selbstständig arbeiten müssen. Das versuchen wir auch für die Schüler mit Förderbedarf. Das gelingt natürlich nicht immer. Also das, jetzt bin ich zum Beispiel 8. Schuljahr, die Schüler mit geistiger Entwicklung können nicht lineare Funktionen machen. Aber ich versuche dann, sie auch in Mathe an Materialien arbeiten zu lassen, wo sie selbstständig wenigstens phasenweise arbeiten können und ich mich um alle Schüler trotzdem kümmern kann, mit meiner Kollegin zusammen. Ich bin zum Glück nicht hauptsächlich alleine, sondern hauptsächlich sind wir zu zweit. Also sagen wir mal, zumindest so 70 bis 80% haben wir Doppelbesetzung im Unterricht. Ja, das ist nicht so einfach zu erklären. Also ich habe zum Beispiel konkret eine Integrationshelferin, die einem Schüler zugeordnet ist, aber glücklicherweise gerne mit allen arbeitet. Wir haben externe Fachkräfte hier. Wir haben einen Heilpädagogen und Krankengymnastik und sowas alles kann auch an unserer Schule stattfinden. Aber das ist jetzt nicht generell genormt, sondern eigentlich in jeder Klasse anders, ganz individuell, so wie es Kinder, Eltern wünschen und wie wir es hinkriegen. Der Heilpädagoge versucht das mit zu koordinieren und dann kann man den auch immer ansprechen und den Koordinator für Inklusion, den wir ja auch haben, der für solche Fragen dann zur Verfügung steht. Tja, Multiprofessionalität ist ein großes Wort. Wie gesagt, bin jetzt 25 Jahre hier und man kann eigentlich alle 5, 6 Jahre was Neues lernen. Das heißt also, die Medienentwicklung ist eine gigantische, also aus meiner Sicht jetzt, ich bin ja noch aus der Zeit, wo man kaum einen Computer hatte, ja, wo man noch kopiert hat oder mit Folien gearbeitet hat. Jetzt haben wir Smartboards, jetzt haben wir Tablets, jetzt kann man das Handy, auch die Schüler, wenn sie danach fragen, wenn es geht, im Unterricht nutzen. Also von daher ist sehr viel Professionalität nötig. Es ist aber auch viel Professionalität nötig, wenn man zum Beispiel an Förderschüler denkt, die jetzt den Förderbedarf sehen habe, wo ich mich nicht so gut auskenne. Dann haben wir aber einen Fachmann, der stundenweise nach hierhin kommt und dann immer in meiner Klasse hilft. Zum Beispiel, dass die Bücher alle auf das Laptop der Schülerin kommen. Oder aber Förderbedarf körperlich und motorische Entwicklung kommen Fachleute oder mit denen kann man sich unterhalten und nachfragen. Auch von der Förderschule für
Hören und Kommunikation kommen Fachleute alle halbe Jahre hierhin, gucken sich alle Förderschüler an, die diesen Förderbedarf haben, stehen für Gespräche zur Verfügung und stehen für uns zur Verfügung, damit wir ja das auch auf den neuesten Stand immer machen. Man kann nicht alles wissen. Und da ist es eben ein, würde ich sagen, ständiger Lernprozess, ständiger Dialog, damit man alles richtig bedenkt. Ne? Also insgesamt sind wir, würde ich sagen, gut ausgestattet in puncto Barrierefreiheit. Wir haben also in den Fluren extra Ausbuchtungen sozusagen, wo die Rollifahrer gut herkommen. Wir haben zwei Aufzüge, wo die Förderschüler auch einen eigenen, zumindest die Rollifahrer und alle, die sehr bedürftig sind, einen eigenen Aufzugschlüssel haben. Und sonst habe ich und noch andere Kollegen einen Schlüssel, den man sich besorgen kann. Also von daher geht es natürlich, gibt es im Einzelfall immer noch Probleme. Also zum Beispiel, wenn die Türen hier mal nicht aufgehen und ein Förderschüler mit starken körperlichen Beeinträchtigungen die Kühltür nicht alleine aufkriegt, dann muss ihm jemand helfen oder so, ne? Das, wenn die Lichtschranke nicht funktioniert oder so. Ne? Es gibt immer Baustellen. Also insgesamt, ich kann es natürlich schlecht beurteilen, weil ich jetzt nicht oft an anderen Schulen bin, aber insgesamt sind wir gut ausgerüstet. Wir haben Klassen mit einem extra Raum, den wir für zusätzliche Förderangebote nutzen können, der aber allen zur Verfügung stellt. Früher haben wir mal vom Diff-Raum gesprochen, aber das ist eigentlich schon, also Differenzierungsraum. Wenn man den aber dann im Sinne nur für die Förderschüler sieht, ist es fast schon wieder diskriminierend. Jeder Schüler, jede Schülerin, die mal einen ruhigeren Arbeitsraum braucht, kann den benutzen. Wir versuchen auch außerhalb der Klasse Räumlichkeiten zu finden, wo die arbeiten können. Ja. Also vieles müssen die Lehrer selber machen. Aber wir können natürlich, das macht jetzt bei uns der stellvertretende Schulleiter, wenn wir großen Materialbedarf hat, wird das bei ihm angefragt, ne? Und dann guckt man, ob man das für die Klasse bekommen kann. Wenn es aber ganz schwierige Sachen sind, zum Beispiel Schüler, die eine derartige körperliche oder motorische Behinderung haben, dass der Toilettengang alleine gar nicht möglich ist, dann läuft das über den Koordinator bzw. über mich als stellvertretenden Koordinator für Inklusion, dass wir diese Hebevorrichtungen zum Beispiel bestellen. Dann haben wir zwei oder drei behindertengerechte Toiletten mit Liegeraum und dann muss man das organisieren. Das ist manchmal sehr viel Arbeit, weil man auch sicherstellen muss, dass es funktioniert. Dann die Helfer, Integrationshelfer müssen eingewiesen werden, wie das funktioniert. Das muss immer kontrolliert werden. Jeder muss den Schlüssel haben. Also im Alltag viele Probleme, aber wir versuchen, das herzustellen. Aber es gibt auch immer wieder Neuigkeiten. Zum Beispiel haben wir vor Jahren versucht, mehr draußen zu unterrichten. Also dass man in den Fluren noch Tische aufstellt, um da, dass dann zum Beispiel Zweier- oder Dreiergruppen auch dort zusammen lernen können. Das geht jetzt aus feuerwehrtechnischen Gründen nicht. Ja, also die Feuerwehren achten sehr auf Sicherheit. Das hat uns in dem Fall ein bisschen getroffen. Aber ist natürlich klar, Sicherheit geht vor. Aber was weiß ich, die Schüler können hier zum Beispiel auch in der Mensa zu zweit oder zu dritt lernen, wenn das angemessen ist. Also einmal ist es wichtig, dass man über alle Probleme, die auftauchen, dass man darüber spricht, dass man im Dialog bleibt. Wir machen es dann auch so, dass in den verschiedenen Konferenzen, die existieren, wir darüber sprechen, was ein Problem ist. Aber man muss letztendlich auch mal überlegen,
Was sind die Hintergründe der Probleme und über die Haltung zur Inklusion sprechen. Und Inklusion ist nur möglich mit einer positiven Einstellung. Und dessen sind wir uns auch alle bewusst. Und jeder, der an unserer Schule arbeitet, sieht das, glaube ich, ähnlich. Und wir sind einfach alle, man könnte fast sagen, Fans der Inklusion. Ja, man könnte das ja auch mit den Stichworten belegen, äußere Differenzierung, innere Differenzierung. Da gibt es bei uns, es ist alles möglich. Ja? Man kann nicht sagen, also ich schaffe es in meinen Fächern, zum Beispiel Sport, Gesellschaftslehre, Deutsch, Mathe, nicht immer, dass alle in einem Raum, an einem Ort arbeiten. Aber es ist mein Ziel. Und wenn wir ganz unterschiedliche Lernschwierigkeiten haben zwischen Regelschülern und Förderschülern, zum Beispiel jetzt Mathe, lineare Funktionen, fällt mir auch nichts mehr ein, wie ich da Themen gleich unterrichte. Aber ich versuche auch dann mit meinen Förderschülern geistige Entwicklung Sachen zu machen, die ich dann der Gesamtklasse wieder vorstelle. Die Präsentation, also es vergeht keine Einheit, in der nicht immer versucht wird, dass wir wieder zusammenkommen und uns auch gegenseitig vorstellen, was wir tun. Ja, die Frage zeigt, dass Sie schon sehr viel Ahnung haben, weil Improvisation ist eigentlich täglich notwendig. Ja? Also es kann passieren, dass Förderschüler zum Beispiel einfach keinen guten Tag haben, es geht nicht, irgendein emotionales Problem beschäftigt sie so sehr, dann muss ich einfach sagen, okay, Cut, wir wechseln das Thema oder eigentlich müsste ich jetzt einen Unterrichtsinhalt forcieren, aber wir spielen jetzt einfach mal ein Spiel, wir machen etwas ganz anderes. Das gilt aber auch für Regelschüler. Ne? Ich habe mal gelernt, was mich wirklich sehr geprägt hat die ganze Zeit, das ist TZI, themenzentrierte Interaktion. Das heißt, manche Schwierigkeiten haben Vorrang. Ja? Ich kann nicht ewig an Problemen hängen bleiben, aber manchmal sind Probleme zwischen Schülern, zwischen Lehrern und Schülern so wichtig, dass ich alles über den Haufen schmeißen muss und dann das Problem behandeln, klären oder dafür sorgen, dass es später geklärt wird und dann kann ich auch wieder voll ins Unterrichtsgeschehen einsteigen, auch in die Inhalte. Ja, auch das ist bei mir im konkreten Fall jetzt im Moment nur bei einer Schülerin so. Eigentlich bei drei. Also ich habe einmal eine Förderschülerin sehen, die habe ich eben schon indirekt von gesprochen, die ihre Unterrichtsmaterialien, Bücher, alles auch auf dem Laptop hat, die auch eine Kamera nutzen kann, damit sie auf dem Smartboard das noch besser sehen kann, was sie aber selbst gar nicht so oft nutzt. Aber die Möglichkeit ist da und auch sie hat eine Lupe, sie hat noch extra Licht, was sie nutzen kann. Ich habe Förderschüler, zwei Hören und Kommunikation, die arbeiten mit einer, jetzt fällt mir das überhaupt nicht ein, mit einem Gerät, dass sie meine Stimme besser verstehen und ihren Hörgeräten. Da muss ich auch immer an die Nutzung denken. Ich habe die Förderschüler geistige Entwicklung, wo wir ganz frisch jetzt mit Tablets arbeiten können, wo die dann mit Programmen zum Beispiel ja auch, das ist das Gute, es wird auf dem Tablet vorgesprochen, Sie müssen es nachsprechen. Also es gibt ganz vielfältige Gelegenheiten im Unterricht, also die ich auch vorbereiten muss, dass jeder einen anderen Zugang hat für den Lerninhalt. Manchmal ist das dann auch so, dass technische Probleme natürlich auch viel Zeit beanspruchen und wenn etwas nicht funktioniert, muss ich auch wieder improvisieren. Das muss ich auf jeden Fall ändern, und zwar in jeder Unterrichtsreihe und teilweise auch in jeder Stunde bzw. Doppelstunde. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine der letzten Unterrichtsreihen denke zum Thema Revolutionen, da fängt man mit der Gesamtklasse an, nochmal die Grundlagen, Absolutismus, am Beispiel von Ludwig dem 14.
und nochmal über die Ständegesellschaft sprechen, dann kann ich das mit meinen Förderschülern, kann ich nur Teilaspekte herausarbeiten und stelle nochmal dar, wie ein König zur damaligen Zeit gelebt hat und kann nur einzelne politische oder wirtschaftliche Aspekte betonen. Dann geht es mit der Regelklasse weiter bis hin zur Französischen Revolution und zur Deutschen Revolution. Und dann kann, und die Klasse bespricht alle Aspekte. Ich kann mit meinen Förderschülern geistige Entwicklung aber wieder nur andere Schwerpunkte setzen. Das habe ich dann konkret so gemacht, dass wir einmal über die Menschenrechte gesprochen haben in leichter Sprache und dies der Gesamtklasse dann auch vorgestellt haben. Das hat ihnen auch ja, erstmal sehr viel Freude gemacht und sie überrascht, wie gut die das dann verstehen konnten und ihnen auch erklären konnten. Und dann noch den Aspekt Menschenrechte für Kinder. Da haben wir dann eine Ausstellung gemacht mit Bildern und kurzen Texten und die der Gesamtklasse auch nochmal vorgestellt und dann in der Klasse jetzt auch aufgehängt. Aber natürlich habe ich da mit den Förderschülern eigentlich nur politische Aspekte bearbeitet. Aber das hat, glaube ich, gut geklappt und alle haben voneinander profitiert. Also Inklusion bedeutet vielleicht manchmal ein bisschen mehr Aufwand, aber wir sind ja auch nur Menschen und wir sind auch keine Superlehrer. Das heißt, in der Inklusion profitiere ich auch davon, dass andere etwas für mich vorbereiten. Also wir versuchen ja auch die Unterrichtsreihen in unser internes Netz zu stellen, ja, und die für alle zur Verfügung zu stellen und auch, was nicht immer einfach ist, das, was wir für die Förderschüler machen, den anderen auch zur Verfügung zu stellen. Ja. Das ist schwieriger als bei den Regelschülern, weil es immer wirklich sehr individuell ist. Und dann jeder antwortet, aber das ist doch, das habe ich nur so und so. Aber wir gehen da auch schrittweise voran. Ja. Ganz konkret heißt das zum Beispiel mit meiner Kollegin, mit meiner Regelkollegin, mit der ich jetzt Gesellschaftslehre, also Geschichte, Erdkunde, Politik mache, wenn ich ein Arbeitsblatt habe oder irgendwas entdeckt habe, das gebe ich ihr auch immer. Ich kriege auch alle Materialien von ihr und so wissen wir auch voneinander Bescheid. Und selbst wenn einer mal krank ist, können wir notfalls mal eine Stunde auch alleine unterrichten. Ne? Und dann macht man es auch so, dass man auch den, also weil ich meine Klasse sehr gut kenne, ich weiß auch mit welchen Regelschülern ich mal sagen so, okay, arbeite jetzt du mal bitte 10 Minuten mit dem Förderschüler, das klingt auch. Das ist wirklich beides. Also, so muss man ehrlich sein. Meistens macht es Spaß und wir profitieren voneinander. Aber manchmal ist es natürlich auch eine Belastung, wenn man nicht immer weiß, welche Idee gibt es jetzt für diese Unterrichtsreihe. Also ich sitze zum Beispiel oft da an meinem... Ich habe das Glück, dass ich in der Schule ein Büro habe. Ich teile mir einen kleinen Raum mit 3 Kollegen, habe einen eigenen PC und ich bin für manche Unterrichtsreihen 2, 3 Stunden am Suchen, bis ich was finde. Also man hat ja so eine Vorstellung, das könnte die bei dem Thema packen, aber ich finde nichts. Ja? Und dann, aber im Laufe der Jahre entdeckt man sehr viel. Ich habe zum Beispiel eine wunderbare österreichische Seite, weil im Netz immer gucken, dann findet man was. Ja, das ist also, da ist das, also ich bin ein älteres Kaliber und nicht mit den Vorteilen des Netzes so groß geworden, aber da habe ich sehr viel Entdeckung gemacht. Und das andere ist natürlich, ich habe zu Hause und hier ganze, wie soll ich mal sagen, Schränke voll Büchern und Hefte. Als Sonderpädagoge schmeißt man fast nichts weg, weil man könnte es immer wieder gebrauchen. Eigentlich ist alles möglich. Es ist nur in der Inklusion, gibt es aus meiner Erfahrung sich einander ausschließende
Möglichkeiten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ein wirklich schwierig zu handelnder Förderschüler mit dem Förderbedarf emotionale soziale Entwicklung braucht zum Beispiel einen isolierten Platz, den man vielleicht sogar räumlich ein bisschen trennt, ja, mit einer kleinen Trennwand und ganz individuelle, ganz konsequente Ansagen. Diese konsequenten Ansagen sind aber für andere Schüler, kommen die fast einer Beleidigung gleich. Wie können Sie mich so hart angehen? Ja? Förderschüler, Hören und Kommunikation brauchen ihre Geräte. Ne? Ich muss langsam und deutlich sprechen. Ich muss alles eine Stufe ruhiger machen. Und da bedeutet das dann manchmal, dass man dem einen so erklären muss, dem anderen so, und dass man da auch ein bisschen mehr Zeit braucht, als wenn man eine homogene Gymnasialklasse vor sich hat. Aber ich glaube, das gibt es heute auch nicht mehr.